Man muss da recht dazu sagen, das, was wir jetzt hier besprechen, in diesem und auch in Folgeinterviews, ist natürlich nur eine oberflächlich mal so, man kratzt mal so dran. Es ist viel umfassender, ja. Es ist eigentlich ein Selbststudium, es ist sehr umfassend. Wenn man sich anfängt, mit diesem ganzen Thema biologische Naturgesetze zu beschäftigen, kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu tun. Deswegen habt auch Nachsicht, ja, wir können nicht auf jedes Thema im Detail eingehen, da müsste man eine ganze Reihe machen, da kann man 100 Videos zu machen. Sondern mir geht es erstmal darum, überhaupt für diejenigen, die es noch nie gehört haben, einen Einstieg zu ermöglichen, damit sie sehen, okay, in den Körper, also unsere Körperintelligenz, offensichtlich gibt es die und die funktioniert nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die sind auch bekannt und wenn ich die kenne, dann nimmt mir das natürlich erstmal viel Ängste, weil ich dann sehen kann, aha, wenn das und das für Rahmenbedingungen gegeben war, passieren die und die Reaktionen. Das heißt, ich habe eine gewisse, naja, ich will nicht sagen Planungssicherheit, aber eine gewisse Vorhersagbarkeit über Symptomverläufe. Werden diese biologischen Naturgesetze vom Hausarzt berücksichtigt? Das Verrückte ist, die Mediziner, die Ärzte lernen im Studium eigentlich wichtige Grundlagen. Das Problem ist nur, ihnen fehlt der Verständnisschlüssel, der alles miteinander verbindet. Das heißt, die Ärzte lernen was über Embryologie, die lernen was über Physiologie, Neurobiologie, Mikrobiologie, Histologie und ein bisschen Psychologie. Die lernen alles. Das Problem ist aber, keiner kommt daher und bringt das in ein geordnetes Gesamtsystem. Das ist das, was fehlt. Das ist diese geniale Leistung, die eben doch der Dr. Hammer geleistet hat, dass er diese Dinge vereinigt hat. Das heißt, ein Therapeut, ein Arzt, ein Heilpraktiker, also die einfach medizinischen Hintergrund haben und grundsätzlich offen ist und auch bereit ist, bestimmte Worthülsen mal über Bord zu werfen, vor allem Worthülsen mit gut und bösartig, das einfach mal links liegen zu lassen und sich wirklich mal auf den Prozess, auf die Symptomatik, auf die Anpassung der Gewebe einzulassen, völlig neutral. Für den wird vieles sofort nachvollziehbar erscheinen, definitiv. Nur es werden hier Dinge auch miteinander verknüpft sein, die in diesem Kontext vielleicht noch nicht bekannt waren. So, und das ist das Neue an der ganzen Sache. Aber im Grunde ist es, was ich auch schon sagte, es ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das heißt, ich kann jetzt nicht einmal sagen, ich nehme jetzt 5 verschiedene Fachdisziplinen, mixe die irgendwo einmal zusammen und dann kommt das Neue bei raus. Nein, es ist schon noch ein bisschen eine andere Ebene, die wir jetzt hier begegnen. Ja? Also wir verlassen, was ich ja schon sagte, die Materialismus-Ebene, wo wir nur das Körperliche betrachten und wir gehen jetzt eigentlich auf die Ebene der Seele, der Psyche, der seelischen Bedürfnisse und wie das alles zusammenwirkt. So muss man es vielleicht sagen. Also es entwickelt sich hier eine ganz andere Dynamik. Es ist wirklich ein System des Lebendigen, ja, und nicht ein Totenkult, der eine Leiche zerlegt und Einzelteile vermisst, so wie wir es haben. Und dann Schubladen packt, Etiketten drauf schmiert und sagt, so, das ist der Körper. Ja. Nein, das ist hier nicht der Fall. Also man muss jetzt wirklich mal anfangen zu hinterfragen, warum ist dieses Symptom Krebs entstanden? Was ist davor passiert? Ja, was sind die Kriterien dafür? Genau. Also wenn wir jetzt mal wirklich von diesen biologischen Naturgesetzmäßigkeiten ausgehen und ich mache das so, ich werde jetzt in diesen Interviews, die wir machen, nur die ersten 3 Gesetze hier mal, soweit es notwendig ist, das, sozusagen das Basiswissen dazu vermitteln. Also das erste Naturgesetz sagt ja im Grunde, dass diese Sonderprogramme, also ich benutze jetzt ein bisschen die Sprache, aber ich werde sie auch immer erklären, so wie sie Dr. Hammer eben benutzt hat, dass diese Sonderprogramme, diese biologischen Sonderprogramme, dass die durch ein schockartiges, akutes Ereignis, ein Konfliktschock, und zwar ein biologischer Konfliktschock entsteht. Vielleicht nochmal zum Thema Konflikt, weil manche Menschen hören diesen Begriff und sagen, ja, ich habe ja jeden Tag Konflikte. Das ist damit nicht gemeint. Wir reden nicht von irgendwelchen psychischen Konflikten, sondern hier geht es um das Thema biologische Grundbedürfnisse. Mhm. Und Konflikt ist ja, wenn man es übersetzt, das Wort heißt ja eigentlich nichts anderes als zusammenprallen. Okay. Konfligere, lateinisch. Was prallt da zusammen? Einerseits unsere biologischen Grundbedürfnisse, die ändern sich aber ständig, je nachdem, wie das Leben gerade so ist, und die Erwartungshaltung an die Realität. Beziehungsweise die Realität selber und die Erwartungshaltung aufgrund unserer biologischen Bedürfnisse. Also mal ganz einfaches Beispiel, das ist mir selber passiert. Ich hatte das Bedürfnis, was zu essen, ich war hungrig und hatte als Plan, zu einem bestimmten Restaurant zu fahren, wo ich gerne gegessen bin oder gegessen habe. So. Dann fahre ich dahin, ich war hungrig, habe die Erwartung gehabt, ich kann mein Bedürfnis Hunger dort stillen. Und als ich da hingekommen bin, stelle ich fest, das Restaurant gab es gar nicht mehr. War nicht nur geschlossen, sondern das war weg. Das war, weil ich schon längere Zeit nicht da war. Ja. Kannst dir vorstellen. Das ist so ein Moment, so nicht erwartet. Ja. Ja, mein Bedürfnis nach Hunger, was mache ich jetzt? Das war, glaube ich, ein Sonntag oder irgendwie so. Also die normalen Ladengeschäfte waren auch nicht auf. Und es war erstmal so eine Enttäuschung da. So, die Konfliktlösung ging aber relativ schnell, weil ich habe mich einfach nur umgedreht und auf der anderen Straßenseite hatte gerade ein neues Restaurant aufgemacht. Da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich jetzt mal dahin und probiere das mal aus. Ja.
das wäre jetzt mal so eine ganz platte Geschichte. Ja? Es muss also jetzt nicht etwas sein, wo man immer gleich den Tod vor Augen hat. Genau. Aber es geht immer darum, wenn biologische Bedürfnisse oder die Erwartung, die wir aufgrund der biologischen Bedürfnisse haben, weil ich habe eine bestimmte Art der Wahrnehmung, die ich durch dieses biologische Bedürfnisraster bekomme. Und das ist ja diese Kunst, dass ich mich anders, wie soll ich sagen, wieder selbst wahrnehme. Also dass ich mir auch eingestehe, ich habe Bedürfnisse und ich gucke durch diese Bedürfnisbrille in die Welt mit einer Erwartung, ich kriege diese Bedürfnisse irgendwo gestillt. Anderes Beispiel, du musst ganz dringend pinkeln. Dann nimmt deine Wahrnehmung plötzlich nur noch irgendwelche Schilder, wo WC draufsteht, wahr. Das ist dieses selektive Wahrnehmen. Das ist im Grunde auch nicht anders mit diesen Bedürfnissen. So, aber wenn eine Situation eintritt, die ich nicht erwartet habe, die mich völlig aus der Bahn schmeißt, also wie man immer so sagt, auf dem linken Bein erwischt, also wo ich keine Planung habe, ja, und die für mich auch sich dramatisch anfühlt, und das ist jetzt ganz entscheidend, es geht hier um das Gefühl dabei, nicht was ich mit dem Verstand später draus mache, sondern dieser erste Moment, wo die Situation passiert, kennt jeder, hat jeder schon zigmal erlebt, das sind diese Momente, wo dieser biologische Konfliktschock ein Programm in unserem Körper startet, wo der Körper in eine innere Alarmbereitschaft versetzt wird, okay, wo also Hormone ausgeschüttet werden, der Sympathikus wird hochgefahren. Ja? Und die entscheidende Sache ist jetzt die, wie nehme ich in dieser Situation die Sache wahr? Weil das entscheidet später, welches Programm, sprich welche körperliche Veränderung, ja, wenn es eine lange Konfliktdauer ist, ist auch noch ein Punkt, ja, dann gestartet wird. Das hat nichts mit unserem Verstand zu tun, mit unserem Intellekt, was wir uns da mal zurechtbringen. Das kann jeden treffen, jeder, der noch so aufgeklärt sich fühlt, es kann jeden irgendwo, ja, treffen. Ja. Die dramatischen Beispiele wären zum Beispiel Verlust des Partners oder was weiß ich, also wirklich so ganz dramatische Geschichten, wo man nie mit gerechnet hat. Oder ich habe nachher noch ein Beispiel, wenn jemand plötzlich und völlig unerwartet seinen Job verliert, wird einfach gekündigt, von heute auf morgen. Ja. Und er rechnet damit überhaupt nicht. Ja. Das sind diese Alltagssituationen, die jeder kennt, die genau dieses Programm starten. Und die Kriterien, die man sozusagen haben muss, das hat zumindest Herr Dr. Hammer herausgefunden, damit man von einem biologischen Konfliktschock sprechen kann, sind eben, es muss hochakut dramatisch sich anfühlen. Derjenige fühlt sich damit erstmal komplett alleine und es trifft dich völlig unerwartet auf dem linken Bein. Ja. Wenn die Sachen zusammenkommen, dann sprechen wir von einem Konfliktschock, der dann ein sogenanntes sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Körperintelligenz startet. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, wird dann immer ein biologisches Sonderprogramm losgetreten und dann ist es nochmal abhängig davon, wie stark sich das auswirkt oder, ja, in welche Richtung geht, von welchen Kriterien. Genau, also es ist im Grunde eine Art, wie intensiv ich die Situation empfinde, ja, die Intensität und auch die Dauer. Also es ist ja so, wenn ein Konflikt gestartet ist, also dieser Konflikt zum Beispiel keine Nahrung zu bekommen, der kann auch heißen, nicht, dass ich jetzt mein Restaurant nicht gefunden habe, es kann auch heißen, ich verliere meinen Job. Weiß, daran hängt das Geldverdienen, am Geldverdienen hängt die Miete, ja, an Geldverdienen hängt aber auch die Nahrung, also sprich das Einkaufen von Nahrungsmitteln und ich empfinde das als einen Verhungerungskonflikt. Ja. Das ist damit gemeint. Ja. Unser Problem in der heutigen Zeit ist ja, dass wir diese archaisch-biologischen Werte heute völlig anders sehen. Ja. Eine Nahrungsbrocken, wenn man es mal so sagt, ist für uns heute ein Sack Geld oder ein guter Job oder irgend sowas. Oder unser Revier, das ist heute unsere Wohnung, unsere Arbeitsstelle, unser Auto, unsere Fahrräder oder was, also was uns gehört, unser Besitz. Das wird als unser Revier definiert. Wenn mir jemand ein Fahrrad klaut, freust du dich ja auch nicht drüber, ja, wenn du damit nicht rechnet hast. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, diese biologische Sprache in das, was wir heute in diese Worthülsen gekleidet haben, erstmal zu verstehen oder nachzuvollziehen. Ja, also zum Revier gehört auch der Partner. Für den Mann zum Beispiel, die Frau zum Beispiel oder auch die Kinder. Ja, das kann der Garten sein, das kann die Wohnung sein, das kann das Haus sein. Und wenn plötzlich jemand in dein Revier einbricht, ja, du bist im Urlaub und jemand bricht in dein Haus ein, ja, das ist ein komisches Gefühl, ja, ja, weil du weißt, dein Revier ist nicht sicher. Das, ja, heißt, dein Sicherheitsbedürfnis wird hier beeinträchtigt. Du fühlst dich auch vielleicht gewisserweise herabgestuft in der Hierarchie, weil du sagst, hey, das ist mein Revier, das habe ich zu verteidigen. Und wieso bricht der da einfach ein? Wieso kann der überhaupt in mein Revier einbrechen? Das ist das, was wir nachträglich dann daraus machen in unserem Intellekt. Aber diese Empfindung in dem Moment, wo du erfährst, dass jemand in dein Haus eingebrochen hat oder du vielleicht jemanden erwischt hast, der das gerade gemacht hat. Es geht um diesen ersten kurzen Moment, der dann entsprechende Anpassungen startet. Du hast auch typische Redewendungen mitgebracht, ja, die da, ja, nochmal so einen Hinweis kennt drauf geben. Kennt jeder. Und deswegen, ja, meine ich, dieses Psychosomatische ist eigentlich so bekannt. Also, ja, ich habe mich zu Tode erschreckt. Kennt jeder dieses Sprichwort. Klar. Es geht um einen Schreckangstkonflikt. Wer reagiert damit? Der Kehlkopf. Mhm. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ein motorischer Konflikt, also Muskulatur. Er hat Gift und Galle gespuckt. Ein Revier-Ärger-Konflikt, Gallengänge.
Die Sache liegt mir schwer im Magen, Brockenkonflikt, kennt auch jeder. Mhm. Der Typ sitzt mir im Nacken, Angst im Nackenkonflikt, kann die Netzhaut betreffen, hat man plötzlich so ein bisschen Sehstörungen. Er hat sein Gesicht verloren, ja, Trigeminus, also so diese Trigeminus-Neuralgie, ist das typisch dafür. Ja. Weiche Knie bekommen im Sport, Selbstwerteinbrüche, Schienbein betreffend, oder auch die Nase voll haben. Das haben ganz viele natürlich in einer, nicht nur in der kalten Jahreszeit, sondern das sind diese klassischen Stinke- und Witterungskonflikte, wo alle sagen, der hat jetzt einen grippalen Infekt. Ja, natürlich spielt das Klima eine Rolle, natürlich spielen die Umweltbedingungen eine Rolle, aber es können eben auch diese Konflikte sein, also Witterungskonflikte. So. Und es gibt dann noch viel, viel, viel mehr solcher Redewendungen. Ich will damit nur sagen, diese Redewendungen, die zeigen uns eigentlich, wie eng dieses Wissen eigentlich in der Volksmedizin bekannt ist. Ja, das ist nur die akademische Medizin hat sich da in ihrer wie auch immer gearteten Hochnäsigkeit, Selbstgefälligkeit drüber hinweggesetzt und hat gesagt, nein, das ist ja nicht wissenschaftlich, bla bla, und wir legen die Kriterien fest und so weiter. Ja. Und was soll ich sagen? Die Realität hat recht.